Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. So, heute lösen wir Sonntag, den 3. März. Und wir können das immer noch genau gleich machen. Das heißt, wir machen wieder unseren Standard, einfach weil wir ihn haben. März ist immer noch da. Dann kann man den hier hinsetzen und zum Beispiel mit dem da den Tadak. Und so hätten wir die drei auch gleich. Sonntag ist da unten. Dann könnte man den hier hinsetzen, dann haben wir den schon mal weg. Und dem, da hätten wir den Sonntag noch safe. Mit dem könnte man den gerade wegmachen, gell? Dann machen wir den da nach hinten und dann sieht es wahrscheinlich richtig blöd aus, oder? Man könnte zwar den noch hier hinsetzen, aber da oben stimmt dann irgendetwas nicht mehr, he? Jo! Immer wenn ich denke, es könnte einfach werden, wird es irgendwie blöd. Wir können den hier runter machen, haben wir ihn hier weg, mit dem da, das da, dann hätte man eigentlich hier mit dem T, das T geht ja nicht, he? Dann müsste man da den da nehmen, wir sind erst beim Sonntag, dann könnte man den hier hinsetzen und den darüber und es wäre fast cool. Es wäre fast cool, aber es geht nicht. Verdammt. Geht halt einfach nicht. Wenn wir den hier hinsetzen, dann das da, das geht doch auch nicht. Hä? Wenn wir da um die 3 geht, steht der dann noch da irgendwie. Den können wir nicht, sonst kriegen wir da hinten die Ding nicht weg. Und man kann den hier hinsetzen, müsste den aber umdrehen. Nur kriege ich dann den da unten nicht weg. Ah, blöd. Nee, das geht auch nicht, hä? Wir den hier hinsetzen. Könnte man zum Beispiel den hier hinmachen und den da oben lassen. Dann könnte man damit den Sonntag wegdingsen, hä? Ich hab gerade gedacht, jetzt könnte ich hier die Ding reinmachen. Dann müsste man da den da reinsetzen. Sieht zwar gut aus, aber es funktioniert nicht, hä? Wir können den hier hinmachen. Und dann bräuchten wir hier so einen zum Beispiel zum Bleistift, dann könnte man den hier hin machen und den da. Und wenn wir den hier reinsetzen und den da, dann haben wir Sonntag, den 3. März. Jetzt machen wir noch das Hintergrundbild. Gestern haben wir dieses da gemacht und so haben wir da den Künstler Frank Schröter genommen, der so, naja, Graffiti-ähnliche Bilder macht. Heute werden wir den Vincent van Gogh dazu nehmen und diesen Frank Schröter, einfach mal um zu schauen, was er daraus macht. Eingetragen im Prompt habe ich aber nur den Vincent van Gogh. Jetzt schauen wir mal, was mit Midjourney daraus macht. Da rennt er
Ich habe schon ein paar Bilder probiert, die haben aber alle nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen probieren wir es mal so. Ich habe bisher noch nie zwei Referenzbilder angegeben. Also ich weiß also nicht, was Midjourney daraus baut. Nein, ich weiß es ja eh nie. Und irgendwie sieht es nicht nach Van Gogh aus. Naja, doch. Eigentlich hat's was, ne? Eigentlich hat's was. Ist mal soweit fertig. Wenn wir uns das so anschauen, ja, okay, warum auch nicht? Oben links gefällt mir sie nicht so richtig. Sie hat irgendwie so einen ernsten Gesichtsausdruck. Aber das Bild an und für sich ist okay. Es ist vielleicht wieder ein bisschen zu scharf geraten. Die Haare sehen irgendwie zu scharf aus. Unten links ist's, ja, okay. Ja, sie sieht halt einfach angemalt aus. Oben rechts ist recht cool. Aber die Hand ist irgendwie komisch, die sie da auf diesem Geländer hat. Die sieht irgendwie unförmig und deplatziert aus. Aber ansonsten ist es recht cool. Und unten rechts ist auch recht gut. Irgendwie, wie soll ich jetzt sagen, eigentlich gefällt mir oben rechts recht gut. Was mir da nicht gefällt, ist eben das mit dieser Hand. Jetzt machen wir das einfach mal groß und machen da eine Variationsänderung, sage ich jetzt mal so. Eine Variationsänderung, genau. Und nehmen mal diese Hand da. Ja, wir schicken das einfach wieder so ab. Und dann schauen wir, was er daraus macht. Und dann, wenn wir Glück haben, bastelt er aus der Hand etwas, was plausibel ist. Er macht sie einfach weg. Okay, ja, das ist plausibel. Und wenn wir uns das jetzt so anschauen, dann ist oben links recht gut. Ja, ich denke, wir nehmen oben links. Oben links ist gut. Die Frage ist jetzt, welches Bild hättet ihr genommen? Schreibt mir das einfach in die Kommentare rein. Und wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Wenn ich irgendwas ändern soll, irgendwas ausprobieren soll, was auch immer, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Dann besten Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Ciao zusammen.